Zeit. In der Zeit zurück. Osnabrücker Zeitreise. Das historische Kalenderblatt. Kalenderblatt. Da, die Baracke. Da wohne ich mit meiner Familie. Mit Zustimmung der Stadt. Tja, ganz schöne Wildnis hier, was? Wächst einem regelrecht über den Kopf das ganze Gestrüpp. Ab und zu gehe ich da mit der Sense bei. Damit man überhaupt noch durchkommt. Und damit nicht alles verkommt. Was willst du machen? Die Stadt unternimmt ja nichts. Dieser Osnabrücker lebte im Sommer 1958 mit seiner Familie in einer Wohnbaracke. Das war damals nicht unbedingt ungewöhnlich. Ungewöhnlich war dagegen, dass sein Wohngrundstück ein ehemaliges Freibad war. Das Priesnitzbad an der Martinsburg. Vor dem Krieg ein beschaulicher Erholungsort für viele Familien, war es nun dem Verfall preisgegeben. Im August 1958 nahmen Reporter des Osnabrücker Tageblattes das Gelände unter die Lupe. Gestern waren wir draußen im Priesnitzbad. Der über ein Hektar große Komplex lag völlig verwildert vor uns. Büsche und Sträucher wuchern und gedeihen wie in einem Naturschutzpark. Im Badebecken wachsen mannshohe Büsche. Dann und wann schneidet der einsame Bewohner dieses Geländes mit der Sense das Unkraut. Vermutlich hätte die Stadt die Ruinen des alten Bades hinter der Blumenhalle zu jenem Zeitpunkt schon längst eingeebnet. Wäre da nicht noch jener einsame Barackenbewohner gewesen. Zuständig für das Priesnitzbad war bis 1945 der Verein für Gesundheitspflege Priesnitz. Doch der Krieg brachte den Badebetrieb zum Erliegen und niemand fühlte sich nach Kriegsende mehr zuständig für das Bad. Auch nicht die Stadt Osnabrück, der das Gelände eigentlich gehörte. 1945 hatten die Engländer das Bad in Beschlag genommen und auch renoviert. Wie das Osnabrücker Tageblatt glaubte, war das jedoch nicht gerade fachmännisch geschehen. Noch einmal wurde die Badeanlage zu neuem Leben erweckt. Umfangreiche Reparaturen wurden durchgeführt. Man sagt heute, dass diese Reparaturen nicht sachgemäß durchgeführt wurden. Man nimmt an, dass diese Reparaturen den Verfall sogar förderten. Die Umkleidekabinen, von den Engländern nach dem Kriege noch einmal innen und außen frisch gestrichen, verfaulen. Trostlos. Einfach trostlos. Grundwasser hatte das Mauerwerk der Badebecken zersetzt und bis zu den Toilettenanlagen kam man gar nicht mehr durch. Alles zugewuchert. Nutzbar war das Priesnitzbad definitiv nicht mehr. Ein Zustand, der kaum tragbar schien in einer Zeit, wo es mit dem Bäderangebot in Osnabrück ohnehin nicht zum Besten bestellt war. Ausbaupläne für das heruntergekommene Priesnitzbad waren in den Nachkriegsjahren des Öfteren im Gespräch gewesen. Nichts als Spekulationen, meinte das Osnabrücker Tageblatt. Alle Gerüchte über vorhandene Ausbaupläne des Priesnitzbades sind unwahr. Niemand hat eine genaue Vorstellung von der späteren Gestalt dieser Anlage. Es gibt nur Wünsche. Ihre Verwirklichung aber kostet mehrere hunderttausend D-Mark. Der Komplex des ehemaligen Priesnitzbades wäre, um einen Plan herauszugreifen, zu einer grünen Lunge für die vielen tausend Osnabrücker, die ringsum in teils neuen Wohngebieten ansässig sind, auszubauen. So mancher Sportverein hätte das Priesnitzbad sicher gerne wieder aufgebaut, um daraus eine Oase der Ruhe und Entspannung abseits des Verkehrslärms zu machen. Die Stadt schien jahrelang Chancen verpasst zu haben. Mit dem Verfall des Priesnitzbades ging in Osnabrück ein Stück Freizeitkultur aus der Vorkriegszeit verloren. Heute erinnert am Quellteich bei der Martinsburg nur noch eine Informationstafel daran, dass sich hier einst ein schmuckes Freibad befand.